Und da geht die Party weiter. Da sind die, war das Schiff von den Gestörten eben schon da? What the fuck? Also letztes Mal, ich nehme jetzt gerade nicht direkt wieder auf. Wartet kurz, ich ziehe mein Hemdchen, mein Dingens aus. Mein Jekyll. Mein Jekyll-o. Hier ist einfach knallhart eine Ding, so ein Drohnenschiff. Fuck, wie heißen die jetzt nochmal? Die gerade eben angeflogen kamen. Die Ritter der Schwesternschaft, richtig. Die sind ja total... Hört auf, ins Nichts zu schlagen, ihr Behind. Piper, die schlagen das. Piper, come on, Piper. We need to rat. Hey. Ist da hier überhaupt ein Pilot drin? Ja, da ist ein Pilot drin. Hört die Piper, ah, fuck. Fuck, dude. Okay, Pippa, ich bin am Start. Ich hab das Ding, warte kurz. Okay. Let's do this, Piper. Move! Ultra realistic, hardcore dipshit. Boah, Leute, geht die jetzt ab, Alter, Belirio. Die haben die so schön aufgelevelt. Ness! Fucking Ness! Au. Übrigens, der Stream gestern, der war so sick. Ey, sind da mit die Gunner fliegen die Gunner mit so Dingern? Da sind Gunner drin! Ah, der Krasa! Ah, der fucking Krasa! Der hat Gunners in der Helikopter. Warte mal, Holomarke. Aspirant der Bruderschaft, ist das jemand, der atmet? Ein Anti-Aspirant? Also eine Tüte? Shit. No, no, no. Boah, mal hab da gesehen, wie mein Aimlock so ganz langsam funktioniert. Ach, fuck, warte. Ah. Hey! Der geht aber mit Absicht mit dem Kopf daneben, kann das sein? Beziehungsweise, das mache ich natürlich nicht direkt den Kopf ins Wasser stecken. Es geht... Jawohl, come on, bitch. We can kill them all if we want to. We just need to be hard enough to kill these... Alter, ist der retarded? Ist er einfach jetzt in den Baum geflogen? Deine Mutter! Ach, da unten. Ich bin nicht überheblich. Ich bin einfach total leger unterwegs. Ich bin... Guck mal, ich habe dein Mate gekillt und in den Ding gepackt. Weil ich so überheblich bin, wie eine kleine Bitch. Look at this. Gerald. Oh Gott. Ist eigentlich der Harald hier. Harald, guckst du das auch hier? Mensch, Gerald. Guckst du auch diese Folgen? Grasmank? Monsieur Harald. Harald! Das war's, das warst du. Für Schissel. Ah ja, das Stream war gestern echt höchst nice. Das war so cool. Es lief direkt gut an, obwohl ich dachte, wir kriegen wahrscheinlich nur wenig Zuschauer rein, weil nicht jeder wusste, dass ich dann doch schon wieder am Start bin. Und auf einmal ist der Stream einfach wie gewohnt voll. Also ich glaube, wir hatten mal wieder einen Peak mit 50... Oh, fuck. Mit 50 Zuschauern, das war schon... Ich sehe dich... warte kurz. Badezimmer. Entschärft! Ich habe die Badezimmerwaage entschärft. Mache ich auch jeden Morgen bei uns im Bad, weil das einfach saugefährlich ist und die einfach so da rumliegen. No, bro, no, you can't. You just coined. Is it a coincidence? I don't know. Alter, wie ich ihn total zermürbt habe. Guck mal, wie er da liegt. Häufchen Elend. Lächerlich. Heute habe ich es aber raus, ey. Fühle mich aber auch gut. Also ich habe richtig Bock auf eine dicke Aufnahmesession. Eigentlich war der Tag heute kacke, YouTube, also aus YouTube-Gesichtspunkten, weil ich recht wichtige Videos aus Versehen gleichzeitig und ohne Thumbnail, ohne Titel online gebracht habe. Es war wirklich ein... Bei sowas könnte ich mir echt die Finger abbeißen. Es ist schrecklich, weil... Ja, weil die Videos einfach nicht das erreichen können oder erreichen werden, was sie normalerweise erreichen könnten, wenn man sie einzeln bringt. Ah, fuck, Supermutanten Scheißhandschuhe genommen. Das war ein bisschen Fail. Ja, aber naja. Egal, morgen ist auch noch ein Tag, wo ich wieder so einen Fehler machen kann. Also von daher, läuft. Und das? Keine Gegner. Wir sind ja gerade in der Mission für Grey Garden hier, ne? Wir machen gerade die Wasseraufbereitungsanlage wieder flott. Aber ich würde dann gerne noch heute im Rahmen der Aufnahmesession auch vor Tagen einnehmen. Ihr habt mir geschrieben, hey, du musst da endlich mal ran an die Mission, das muss weitergehen. Wir haben Kellogg jetzt erstmal gebumst, das ist ja schon mal schön und gut. Aber wir müssen jetzt doch auch mal hier die Fort Hagen-Geschichte machen. Boah, ich habe gerade komplett vergessen, wo wir reingegangen sind. Wo sind wir jetzt drin? Ist das ein Bunker? Gott! Ich hab's doch eben gesagt. Vor Tagen. Hey, entschuldige. Ganz schön still hier drin. Hast du nicht hier Ach ja, sorry. Wo sind wir denn jetzt nochmal? Hä? Oh Gott, ich hab einen Schlaganfall.
Willkommen bei Water. Ah, die Wasseraufbereitungsgeschichte. Medienveranstaltung Western Wellness. Zur Erinnerung, am Dienstag, dem 26.10. werden Mitglieder der lokalen und landesweiten Presse als Teil der Presseinitiative Western Wellness durch die Anlage geführt. Wir erwarten, dass unsere Mitarbeiter durchgehend höflich, zuvorkommend und diskret sind. Sämtliche Fragen, besonders die zum Cholera-Ausbruch, müssen an den nächsten Western-Pressesprecher weitergeleitet werden. Das war bitter. Es werden Kartons mit Westernwasser gemäß unseres Wahlspruchs So schmeckt Perfektion an die Journalisten verteilt. Rechnen Sie am Mittwoch mit Doppelschichten, um die verlorengegangene Produktivität wieder wettzumachen. Saul. Aha, das ist also das Sauli. Büromaterialbestellung, Briefpapier, Western-Logo, Trinkwasser, Scheiße und Kartoffelsalat. Sehr gut. Die sind natürlich total bestückt gewesen, damals schon. Anything goes. Ach, die Musik. Ihr könnt sie, glaube ich, nicht richtig hören, aber ich kann sie hören. Es ist so nass. Warte mal. Piper, ich glaube, wir haben hier was gefunden. Ach Gott, Piper, wir haben was gefunden. Komm schnell her. Piper, ein Original, das du vielleicht... Ja. Ne, ist fast wär's frauenfeindlich geworden. Um Gottes Willen. Dabei bin ich wirklich jemand, der extremely respective ist. Höchst. Da geht's nur aufs Dach, ne? Da wollen wir nicht hin. Nee. Da wollen wir nicht hin, denn wir wollen runter wie die Tante Kunterbunter. Tschüss, Piper, ich fahr alleine. Nach unten. Gegner? Are there enemies? Piper? I need your help. You snitch? Okay, wartet. Also, hier warten, das weiß ich leider noch, eklige Viecher auf uns. Und zwar unsere absoluten Lieblingsgegner. Okay, Achtung. Ich wollte mich gerade zur Seite lehnen, wie bei... Oh, da diese Waffe! Ich wollte mich gerade wie bei Dingen zur Seite lehnen, bei Pöp. Ein weiterer Abwehrgescheitsturm. Warte, den machen wir gleich an. Oh shit, mein Nase juckt, fuck. Das Bittere an einem fetten... An einem Bart, nicht an einem fetten Bart, aber an einem Bart, ist, dass wenn die Haare lang genug sind, also direkt die unter der Nase, der Schnauzer, dass sie dann in die Nase gehen. Manchmal. Das ist wirklich cool. Extrem juckend. Das ist ein juckender Spaß für die ganze Familie. Nee. Habe ich jetzt eben diese Tür hier aufgeschlossen, wobei ich doch eigentlich durch dieses geheime Durchgängelchen gehen kann? Ah, ich bin halt wirklich effizient. Muss man mir schon lassen, ne? Ja. Da wurde ja reingeschossen. Ey, wie soll ich denn da noch arbeiten an so einem Shit-Ding? Was? Budget? Im zweiten Quartal hat unsere Regionalabteilung Massachusetts Rekordverluste verzeichnet. Hohe Betriebskosten und schwierige Vorgaben haben zu den mit schlechtesten Unternehmensbedingungen der letzten Jahre geführt. Wir benötigen dringend innovative Lösungen, wenn wir weiter Marktführer für öffentliche und städtische Versorgungseinrichtungen bleiben wollen. Die Geschäftsführung möchte hier mit Westons Betriebsleiter Mr. Saul Aronson Lob für seine mutigen Experimente im Bereich des Abwasserrecyclings aussprechen. Cholera. Wir sind uns sicher, dass die Risiken für die öffentliche Gesundheit minimal sind und dass die Einsparungen bei den Aufarbeitungskosten erhebliche Auswirkungen auf unsere finanzielle Zugang haben. Das glaube ich aber nicht. Stichwort Cholera. Fuck, ey. Wir gucken mal, was da unten ist. Hätte sie schon krabbeln, die Bastards. Warte. Ja, wir haben noch... Na, das war natürlich gewollt. Wir haben ja diesen Zahn. Ich bleib mal kurz beim Feuer, aber... Weichpanzer, Meierlog! Hallo, ihr Mirelurks. Kann man noch nicht activaten. Tja, aber wisst ihr, was man kann? Penis kann man! Das ist der erste von ca. 800... Gott, ist das laut. Hilfe. Hab ich das Headset laut. Leck mich. Ja, warte mal, hier. Ja! Na also. Voll unbeidet. Na also. Ah! Warum schießen die jetzt? What the fuck? Turmsteuerung. Türmsche, aus mit dir, du Bangut. Gebäudeverwaltungsaufzeichnungen. Abdichtung des Geschützverteidigungssystems abgeschlossen. Die ersten Tests sehen vielversprechend aus. Die neuen Sensoren sollten dafür sorgen, dass sie sich abschalten, falls der Laden mal wieder überflutet wird. Alles klar, deswegen sind die eben angegangen. Ich bin schon froh, wenn sie nicht wieder alle zwei Wochen einen Kurzschluss haben. Nun, sie funktionieren. Emmys hat den Sedimentierungstank gesäubert und wieder vergessen, das Ansaugventil zu verschließen. Riesenbeschwemmung, Geschütz 4 ist verschwunden.
bevor es Schaden nehmen konnte und ist sofort wieder aufgetaucht, nachdem sie das Ventil geschlossen haben. Klappt also prima, nur schade um MS. Ach du Scheiße. Routinewartung der Wasserpumpen. Nicht, dass das nötig wäre. Die Zentrale hat vielleicht an allem anderen gespart, aber die Dinger werden ewig halten. Ja, moin. Saul schmeißt am Dienstag irgendeine Art Presseparty, also müssen alle am Montag Überstunden machen, damit alles anständig aussieht. Hab ihnen gesagt, dass ich den Tag brauche, um die Geschütze umzuprogrammieren, damit sie nicht auf Gäste schießen. Dafür brauche ich 10 Minuten. Den Rest des Tages kann ich mit etwas Produktivem verbringen. Der roten Gefahr. Ist sie hier drin? Hat er die hier im PC drin? No, he has not the right guy for in this PC. He's such a lame guy. Ich spiele so gern die rote Gefahr in meiner Freizeit. Immer wenn ich nicht aufnehme, spiele ich nur die rote Gefahr. Ich schlafe nicht, ich gehe nicht kacken, ich spiele nur die rote Gefahr. Also grundsätzlich Silber, nee. Jetzt habe ich gerade so eine verkrüppelte Kackpistole mitgenommen. So eine Wurstpistole. Leute, seid ehrlich. Habe ich sie eben. Wir haben ja so schön aufgeräumt. Ich bin sehr stolz auf uns, weil wir so viel Platz haben. Nee, egal, ich habe keine Kackpistole mitgenommen. Good. That's fucking good. Hallo? Ist hier ein Gegnatz? Gegnatz? Ein Microscop. Ist hier vielleicht irgendwo noch ein Ding? So eine Batterie. Oh, hier können wir dick was in die Luft sprengen. Kommen hier vielleicht kleine. Zweimal sprengen vielleicht kleine Gegner aus. Okay. Oh shit. Also da unten laufen sie auf jeden Fall. Hello! How can I help you? Vielleicht zu mir kommen. Bisnitch. Piper, lauf! Ich mach voll die krasse Aktion, Piper. Du solltest vielleicht laufen. Okay, Piper, die Aktion ist abgeblasen. Er kommt wahrscheinlich da hinten lang. Ja, ist klar. Ja, die sind wohl weg. Die kommen doch jetzt echt nicht. Haha. Kommt hier nicht durch. Fenster. Dumm. At that pistol down, hey! Oh my god, Mama! Oh shit, that pistol down, hey! Shit me in the face, ho! Komm mal mit, du Snitch, oh yeah! Wir drücken jetzt auf ein Knöpfchen, das wird dich ziemlich freuen. Du bist untenrum haarig. Ach. Ja. Ja. Ja, sorry, dass heute übrigens auch, also gestern kein Fallout kam. Ich habe ja dann so lange bei Wallen im Stream noch rumgewerkelt, also mit ihm zusammen, ja, ich war bei ihm im Stream, ne, wir haben ja noch GTA gespielt und waren bis um 3:30 oder sowas am Schisseln. Und dann bin ich ins Bett und dann ist mir voll spät auch eingefallen, dass ich eigentlich noch gar kein richtiges Video habe. Und deswegen, beziehungsweise das war auch so mit einer der Gründe, warum auch die Videos so kacke kamen. Ich war dann einfach komplett überfordert. Ich hätte mich erstmal noch ansetzen sollen, nachts, also nach dem Stream. Und, ja, vielleicht gucken, wie der nächste Tag läuft, YouTube-technisch und so, ob ich da alles geregelt habe. Aber, ach du Scheiße, Piper. Piper kommt davon auch was. Piper, we're fucking fucked. Piper, jetzt kill mal einen, ich will nicht gleich von allen Seiten genudelt werden, ne? Ich will dir überall rumkrabbeln. Ich weiß nicht genau. Da haben wir doch einen. Oh, die Waffe ist einfach OP. Wir haben eigentlich gar keine Sorgen, müssen wir uns machen. Guck mal, unsere Waffe ist so überkrass. Guck mal, die Kacknase hier. Achtung. Dude. Easy peasy, lemon squeezy. Hab ich hier noch was Schickes? Oh ja. Fuck that pistol, Mama. Fuck that pistol down. Hey! Da 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 da. Ich kack mal in die Box. Ich weiß noch, ich war das erste Mal so Schiss gehabt. Weil die, ich war ja, glaube ich, zu früh drin und die Viecher sind halt einfach, vor allem wenn man ultra low ist, natürlich höchst OP. Also, eigentlich ist ja alles höchst OP, wenn man ultra low ist. Ist ja noch einer. Der mir ist nichts. Piper, mach ruhig auch was. Ist mega laut, oder? Ist mega laut. Ja, da vorne ist jetzt noch so ein Ding. Ja, moin. Oh no. Piper, they are so close. Oh, wie geil das aussieht. Okay, es ist ein Toter. Wie geil das aussieht, wenn die so verpuffen.
Bitch. Achso, wir wollen ja eigentlich das ganze Fleisch mitnehmen und... Wow, Piper! Macht einfach einen Körper. Und uns dann was Leckeres grillen. So, hier ist der letzte Knopf, den wir betätigen müssen. Zack. Jetzt sind auch die Geschütze wieder aktiviert, glaube ich. Und die Anlage ist komplett neu. So, kommen wir da durch? Nee, schade. Piper, wir haben es geschafft. Ne? Das geht ja super. Ah ne, wir müssen noch einmal drücken. Hier drüben. So. So. Fertig. Komm, Piper, wir gehen. Wir sind hier durch. Ja, die Mission hatte ich so ultra schwer im Kopf, aber ich glaube, unsere Laserwumme ist auch wirklich on point. Ne? Die ist ziemlich krass. Auch vom Damage her geht die jetzt gut rein. Tschüss, Piper. Nach oben. Gleich steht sie bei uns reinge... Da ist ja schon. Oh, na, Piper, noch knackig ist er schon. Ich sag das. Ah, ja. Schön. Das ist ja schön. Das ist schön. Bing! Und da ist die Oberfläche erreicht. Wir haben es schon geschafft. Das war ja ziemlich peasy. Das heißt, wir können noch kurz da drüben das Ding entdecken und dann beamen wir uns direkt nach Grey Garden, würde ich sagen. Ist ja sonst noch was, was wir noch nicht entdeckt haben. Haben wir da vorne... Das haben wir da nicht entdeckt, hier diesen Strommast. Aber wir gehen trotzdem erstmal da hoch. Ist da noch irgendwas? Ne. Notsignal gefunden, oh yeah. Da oben ist es auf dem Berg. Siedlerrekrutierungssignal verloren. Ja, wie war es jetzt eigentlich nochmal? Ihr habt ja geschrieben, es ist nicht der Fall, dass diese Satelliten, die ich da anschalte, den... Ja, dieses Siedlungssignal erweitern. War es dieses Signal, das man in Vortagen dann ausströmt, sobald man es übernommen hat? Dieses Radiosignal, wo auch manchmal in die Nachrichten reingehen, dass man... was ist denn das? Was ist denn das? Was ist, geht da vorne ab? Da fliegt ein Zug. Hast du gesehen? Da ist ein Zug geflogen. Irgendwas ist da geflogen. Sieht aus wie ein Zug. Cool, eine Wohnwagensiedlung. Da oben haben wir schon alles entdeckt? Ja. Die Atombam, die Atombam, der Atomarsch. Hallo, ihr Snitch. Ich bin gedackt. Gibt es hier noch wilde Ghoul, die es mit mir aufnehmen können, wollen, versuchen? Ja. Scheinbar gibt es die. Los, Piper. You can do it, Pipes. You fucking whore, Pipe. Wie die ausweichen. Tja, baba, Ghoul. Baba. Also, ich weiß noch, ich habe hier dran Erinnerung, ich war hier und da haben mich so Mutanten erstmal angegriffen. Und dann war hier irgendwo ein grüner, fetter Ghoul gelegen. Der richtig abgegangen ist. So ein leuchtender, ja, leuchtender heißen die, glaube ich. Ich schieße auf den 25%igen Arm. Darm. Höchstdarm. Ja, und das war so ein krasses Tohuwabohu, weil da auch schon Atombomben... Oh, Wohnwagen... Scheiße, was für ein Schlüssel? Irgendwann Wohnwagenschlüssel. Ja gut, sicherlich für hier irgendwo. Gross? Nein. Wo haben wir die ultra coolen Zusatzmöglichkeiten hier? Nirgends. Ach, scheiß doch der Hund drauf. Gross. Dann ist das hier nicht. Das hier könnte sein. Auch nicht. Alles klar. Das hier? Bin durch. Ha! Safe-Steuer. Oh, den haben wir ja eben. Ich könnte... Ah, guck mal. Ich könnte jetzt das Safe wieder, den Safe aktivieren. Und dann wieder entsperren. Naja. Oh, hä? Ich dachte, der Piper ist am Schisseln hier gerade. Der hat eine Fusionszelle dabei gehabt. Okay. So. Und wer ist auch noch ein Ghoul? Der kommt natürlich ins Wasser. Ganz klar, dass er schön aufweicht. Hier muss irgendwo ein Wunderwagen sein, den wir aufschließen können. Was ist der hier? Ah, sieht aus wie... nee. Oh, aber da haben wir ein Ding. Was haben wir denn hier? Da liegt auch direkt noch ein Stealth-Boy, den wir mitnehmen können. Okay, hier kann man nichts mitmachen. Sehr schön.
Hier war jemand wirklich höchst fleißig. Hat sich ein PC eingerichtet, der nicht geht. Sehr schön. Das war euer letzter Fehler. Ja, das war euer letzter Fehler. Wow, der Effekt ist wirklich geil. Ich hab euch ja, glaube ich, erzählt, ich habe noch nie wirklich viel mit Laserwaffen gespielt, mit Energiewaffen. Piper. Einfach durch die Piper durch. Keller abgeknallt. Hat auch irgendwie was, die Sicht, aber auch nicht so wirklich. Das ist einfach geiler. Man fühlt sich so besser drin. Okay, da sind zwei. Hallo? Where are these enemies? Hallo? Ja, die sind da drin, hast du sie nicht laufen? Weiß ich schon hinter ihren Sicht, wo sind sie hin? Da ist er, da war ich hinter. Lass mal wieder. Habt ihr gesehen, wie der gefressen hat? Hey Leute, hier für euch! Oh shit, he's mutated. Ja, das Auto ist hoch, ja wahrscheinlich, ne? Hat gerade eben einer von denen Stimpack genommen, es klang so. Die Waffe wirkt sowas von OP hier, jetzt, oder? Ein Raketenwerfer mit Glück drauf. Kritische Treffer verursachen doppelten Schaden und der Balken für kritische Treffer fühlt sich 15% schneller. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Wir sind ja so frei hier. Ja? Ist hier noch irgendwas versteckelt? Weiß nicht genau, wo dann jetzt der Schlüssel ist. Schicke Halbbürste nehmen wir auch mit, man weiß nie. Piper, ist da was? Wo ist denn der da vorne? Ist er bestimmt einer von den Sauberen. Lag da was auf dem Stuhl? Nee. Da ist es bestimmt. Dieser Wohnwagenkomplex. Hallo? Ah ja. Ja, das ist er. Ich erschrecke ja mal kurz in eine Trillisekunde, wenn sie direkt vor einem stehen. Diese Rüstung. Perfekt, dann können wir die gleich heimbringen. Kopf nehmen wir auch noch mit von der Puppe. Ja, steigen wir vor rein. Wir haben eine richtige Sammlung. Wir haben schon eine richtig schöne Sammlung. Ich glaube, das ist jetzt unsere sechste oder so. Das heißt, wenn wir wirklich mal so eine Rüstung brauchen, haben wir einige am Stessel. Es gab noch diesen Punkt, den ich jetzt hier gerade angesprochen habe. Da will ich jetzt doch mal... Ja, will ich. Das war gerade sehr verzögert. Ich habe rumgeklickt, nichts ist passiert. Naja. Ja. Jetzt bin ich froh, dass ich hier endlich wieder ein bisschen reinhauen kann und am besten gezielt oder geplant die Sachen wieder angehen kann. Also am besten, ich sag mal, das Optimum, das Liebste wäre für mich, wenn... Guck mal, hier ist noch irgendwas, wo ich noch nicht war. Aber ich will eigentlich... Da will ich noch hin, zu dem da oben erstmal. Ja, das Optimum sind natürlich 3 Videos am Tag, was früher wirklich komplett undenkbar war. Vor allem... Gut, 3 Videos am Tag, es heißt ja auch nicht eben 3 Hauptvideos, weil so ein Hauptvideo, also sowas wie CSGO Matchmaking, dauert halt auch echt ewige Zeiten. Sondern mit diese 3 Videos sind ja dann meistens morgens um 8 Uhr eben Fallout, um 13 Uhr irgendwas Optionales. Was in letzter Zeit sehr oft die Videos sind, die ihr ja macht. Also damit habe ich auch praktisch kaum Arbeit mit Fallout, auch nur wirklich diese 30 Minuten Aufnahmezeit, das war's, dann hochladen, halt noch kurz Titeltext und Bild. Aber bei den Bildern habt ihr auch schon gemerkt, da mache ich oftmals nicht viel, weil ich ja noch keine Zeit habe. Dann lade ich schnell irgendwas hoch von Google und fertig. Ja, nur das Hauptvideo um 17 Uhr ist eigentlich das, worin ich dann doch die Zeit stecke, die meiste. Und das sind so meine Lieblingstage, wo das gelingt, dass alle 3 Videos da sind. Weil es gab oft diese Problematik, ich kann einfach nicht in diesen scheiß Rüstungen rumlaufen. Mein Sichtfeld ist eingeschränkt, ich stelle die mal ab. Weil ich so, wenn ich... mehrere Projekte habe, so wie jetzt eben auch mit Fallout und jetzt PUBG soll jetzt auch wieder vollkommen und so weiter. So war es halt immer, dass ich, also pro Tag nur ein Video, so dass ich dann diverse Dinge ganz lange nicht bringen konnte oder sie gestreckt wurden. Dass dann eine Serie, die vielleicht nur 5 Folgen lang ist, auch 5 Wochen lang geht, weil durch diese ganzen Projekte halt dann immer nur ein Video kam und man ewig viele Videos noch hat und ihr wisst, was ich meine, ne? Das ist schon eine coole Sache und ich bin immer zufrieden, wenn das klappt. So. Gott, die macht mich voll kirre. Diese Rüstungen machen mich echt kirre. Da kann ich nicht klar denken. Preston, nein. Ja, wir machen das ja gleich, Preston. Gleich. Lass mich kurz den Scheiß transferieren. Wir legen noch den Ultra-Raketenwerfer da rein. Der ist ja... Kelloggs Pistole haben wir jetzt ja auch am Start, ne? Hast du den Raketenwerfer rübergelegt? Oder? Habe ich ihn jetzt rübergelegt?
Sorry, ich bin manchmal echt bescheuert. Ja, da ist er. Ich habe gedacht, was habe ich jetzt gemacht mit Enter? Habe ich das Ding jetzt irgendwie. Aber hier kann man ja gar nichts verwerten. Na. Ja. Da freue ich mich immer, wenn das klappt mit den drei Videos. On the day. Gut. Wie viel Kilo haben wir jetzt? Wieder? 208. Immer noch ein bisschen mehr wie letztens. Was haben wir hier? Was haben wir schon wieder dabei? Ach so, ja, das ganze Fleisch. Ja, ja, ich hab einige Majorlock-Fleischdinger mitgenommen. Die verbraten wir jetzt auch noch. Wortwörtlich. Ich koche. Fleisch. Geht dir nichts an. So. Sind wir dadurch eigentlich leichter geworden? Braucht man zwei, um eins zu machen? Nee, das ist 1:1 wahrscheinlich. Ja, ich glaube, wir hatten eben auch 206 oder hatten wir 208. Naja, komm. Wir speichern direkt. Neuer Spielstand. Warum auch nicht? Und jetzt können wir doch nochmal ganz kurz hier runtergehen. Dahin. Und dann nach oben gehen. Und diese weitere Wassergeschichte entdecken, die da noch abgebildet war, dieses runde Ding. Und dann nach Grey Garden gehen und die Mission abgeben. Und dann gehört vor allem Grey Garden auch uns und kann bebaut werden. Und ich glaube, das ist dann schon eine ziemlich coole Siedlung. Wir haben zwar in dieser einen Siedlung auch einen Roboter. Also nicht Kotschbar, sondern oben ist dann noch so eine Siedlung, wo wir diesen Mr. Chili da haben, der so hart rumchillt. Aber ja, Grey Garden, diese Roboter-Siedlung ist schon nice. Oh yeah. Oh yeah. Was haben wir denn hier? Ich habe hier irgendwie auch mit so großen Wassergeschichten, na gut, da oben gerechnet. Was ist das? Ist doch auch so eine Aufbereitungsgeschichte, oder? Wasserwerk. Warum ist hier so ein fetter Zaun drumherum? Hoppa. Hallo? Beantown Brauerei. Cool, eine Brauerei. Okay. Ist da vorne ein Tastenfeld? Ich weiß, dass es irgendwo am Wasser so ein... Also mindestens ein Ding gibt. So ein, ja, Gimmick. Da gehen wir jetzt noch nicht rein. Wir gehen dann lieber nach Grey Garden, geben mal die Quest ab. Sonst verfangen wir uns in der Brauerei auch wieder mit Aufgaben. Ihr wisst ja, wie es läuft. So, Grey Garden ist da oben. Ich springe oder fall doch nur ganz cool. Sonst reg dich doch nicht direkt auf. So. Jetzt will ich ja wirklich abgöttisch belohnt werden. Der Injektor ist eine seltene, selbstgemachte Waffe, der mit chemischen Wirkstoffen gefüllte Spritzen auf deine Gegner scheißt. Das möchte ich haben, diese... Ah, wir können die Dinge holen. Ihr habt recht, Kryolator wurde geschrieben. Kryolator! Der Samaliator. Hallo? Aufseher White. Aufseher White. Hallo, schön, dich zu sehen. Du hast unser Wasserproblem behoben, oder? Jo, ich hab Nike Schüsse. Ja, Ma'am. Und so ein Gentleman. Ich muss dir einfach was geben. Hier, du kannst etwas von unseren Erzeugnissen. Wie großzügig, ich nehme auch Geld. Außerdem gibt dir Greeny einen Rabatt. Wenn du sonst noch was brauchst. Wo weißt du hier mein Geld? Jetzt muss ich wieder zurück an die Arbeit. Hab's gehört, Geld. Ciao, ciao. War da gerade Geld? Ja, aber ist auch nice. Ciao, ciao. Green, ich hab ja eh nichts zu verkaufen. Green macht deinen Scheiß alleine. Jetzt können wir hier bauen und so coolen Scheiß machen. Zum Beispiel den ganzen Scheiß wegmachen. Hier ist nämlich viel Gutes drin. Diese ganzen Schrauben und so weiter. Ja, der Kram halt. Guck mal hier, das kann ich nicht wegklappen. Okay. Naja, egal. Hier dieser Fuel auch. Öl und Stahl, Plastik, Plastik. So. Das ganze Holz, geh mal weg, Piper. Ja, und ja, Säure und Asbest, nice. Sehr schön, sehr schön. Die besten Stoffe, die man sich so wünschen kann, ne? Im Moment brauchen wir echt Schrauben, ne? Schrauben war, glaube ich, was... Nein. Schrauben war, glaube ich, etwas, das wir brauchen. Der Zaun ist ja auch vollkommen unnötig. Der ist ja eh schon eingerissen. Und Stahl ist vielleicht auch irgendwann mal sinnvoll. So, habt ihr noch irgendwas Besonderes hier? Achso, ja klar, der ganze Dünger. Die Düngergeschichten. Jawohl. Haben die hier... Ah ja, da oben. Eine Berieselungsanlage. Sehr schön, sehr schön. Was ist die hier? Oh, Gummi. Ganz viel Gum. Ist eh ein Dreckhaufen. Ich glaube, Gummi ist auch eher selten, oder? Obwohl, na gut, es gibt halt die ganzen Autoreifen. Also eher gar nicht so selten.
Vielleicht können wir noch jemanden kurz bestimmen, der eine Handelsroute macht. Geht das auch? Ja, Versorgungsroute. Wie viel? Oh, wir haben hier 31 Essen. Das ist wirklich ausreichend. Du gehst nach Sanctuary Hills? Ja. Und dann haben wir hier auch schon genug, um noch ein Schutzding hinzubauen. Einen Geschützturm. Wir bauen den Geschützturm mal einfach nach da oben. Nach voll der blöde Platz hier. Wisst ihr was? Ich stelle ihn da oben aufs Dach. Wir gehen da irgendwie. Wir bauen uns hoch und stellen ihn da geschwind aufs Dach drauf. Ich brauche Treppen. Gerüste. Sind da auch Treppen dabei? Ja, das Gerüste ist ja schon mal nicht schlecht, sondern ein kleineres. Das ist ein. Ach, das sind einfach nur Absperrdinger. Was kostet denn das? Ach, fast gar nichts. Lächerlich. Ah, ich will jetzt nicht so übertrieben das Ding hier machen. Was sind denn die scheiß Treppen? Ah, ja, jetzt. Nice. So, das reicht mir schon. Danke. Geschütz. Ich brauche Geschütz. Geschütz auf Haus. Auf Gehaus. Geschütz. Satellit. So. Ja. Vielleicht wird das geblockt von der Antenne. Ich glaube, das wird geblockt. Hoffentlich nicht. Nö. Und wir können hier durch flüchten, oder? Ja? Am I retarded? Wenn du dich anderweitig abreagierst. Piper? Ich werde wohl noch in meinen verschissenen Siedlungen schießen dürfen. Hier sind fast keine Kinder, okay? Leute, damit vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.